Und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Hier immer noch im Wassertempel unterwegs. Wir werden heute schön den zweiten Wasserstand erhöhen. Und hoffentlich ein bisschen was ausrichten können. So, ja. Tschüssi. Ich mache ja keine halben Sachen. Okay. Genau. Also ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall den Boss besiegen können hier im Wassertempel. Das sollten wir halbwegs hinbekommen, ob wir jetzt... Oh Gott. Ansonsten alles schaffen, das bleibt erstmal abzuwarten, da uns ja immer noch ein kleiner Schlüssel fehlt. Wäre ganz geil, wenn wir den hier irgendwie noch abgreifen könnten. Hier kommen jetzt auch erstmal wieder zwei Schatzkisten. Zack. Nimm das. Aua. Du bist auch ganz hässlich, ne? Armer Kleiner. Jo, das wäre irgendwie ganz geil. Ich würde mich sehr freuen. So, da gibt es wieder zwei Schatzkisten. Sehr schön. Und den Wasserstand können wir, wie gesagt, auch erhöhen. Unten gab es, glaube ich, auch nochmal drei Schatzkisten. Ach, Mann. Nur Rubine. Und mit unserer romantischen Zora-Musik. Ah, okay, eine Geisterseele. Mit unserer romantischen Zora-Musik geht es hier weiter im Wassertempel. Ja, der Boss, der sollte kein Problem sein. Den machen wir easy fertig. Der ist jetzt nicht so schwer. Wir haben auch den doppelten Enterhaken. Das heißt, wir haben doppelte Enterhaken-Power. Natürlich spielt das überhaupt keine Rolle bei dem Boss. Aber wir sind an sich mit unseren Items schon ziemlich gut ausgerüstet. Also da muss ich mir keine Sorgen machen, dass wir hier irgendwie nicht weiterkommen sollten, was Items angeht. Halt wirklich nur der Schlüssel könnte problematisch werden. Aber ich glaube, das ist halt... Ich weiß nicht, wo der letzte Schlüssel ist. Vom Miniboss oder so? I don't know. Theoretisch hätten wir hierfür ja jetzt auch den Miniboss schon legen müssen. Haben wir ja auch noch nicht. So, wir gehen mal nach da. Da gibt es halt noch drei Schatzkisten, ne? Die holen wir uns jetzt auch erstmal ab. In der Hoffnung, dass es möglich ist. Ach, guck mal, hier unten gibt es erstmal eine. Zack. Ja, und? Pfeile. Ich fass ja nicht. Also wir haben hier echt viele Momente, wo ich mir so denke, Alter, was? Wir können doch nicht immer nur schlechte Items bekommen, aber wir haben halt auch schon einen Großteil unserer krassen Items einfach schon bekommen, ne? So, warte mal, ich muss jetzt hier drüben irgendwie raus. Hier jetzt Gegner? Ja. Könnte ich aber theoretisch einfach ignorieren, ne? Ja. Ich ignoriere die mal. So. Haben wir da eine Schatzkiste? Drüben haben wir eine Schatzkiste. Ja, einfach eine kleine. Mal gucken. Ein Herzteil, ja, okay, nehmen wir auch mit. Zack, 28, das passt auch. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder lang. Ah. Wunderbar. Schauen wir mal eine an. Oh nein, da ist ja auch noch ein... Mann. Das heißt, ich muss doch nochmal durch die andere Seite durch. Ah, das ist jetzt doof. Jo, muss ich. Okay, los, ganz schnell. Haha. Louis. Wo ist er hin? Ist er runtergefallen? Du bist runtergefallen. Armer Kerl. Okay, denn da dreht sich jetzt das Wasserrad. Und das heißt, theoretisch kommen wir da jetzt durch, ne? Jo, das sollte passen. Da können wir nämlich jetzt hier die letzte Schatzkiste auch noch abstauben. Let's go. Ah, Bomben. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wir kriegen hier nur so Käse. Jo. War einfach noch richtig cool durchgeslidet. Ja, ich
gehe mal den Weg hier. So. Fertig gemacht. Wir haben jetzt noch 15 Minuten auf der Folge. Frage ist, schaffen wir da den Tempel noch? Es ist halt ein ewiges Hin und Her, ne? Das ist halt... Ja. Das ist halt das Komplizierte bei dem Randomizer. Man weiß nie genau, wo man jetzt als nächstes so richtig lang kommt. So genau kenne ich den Tempel leider nicht. Ich weiß es halt, dass wir die... zwei Kernstücke erfüllt haben und damit den Wasserstand erhöht haben. So. Damit dreht sich auch überall alles. Zack. Ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube halt in dem Raum... Oh Gott, jetzt bricht mir die Stimme ein. In dem Raum, wo wir... Warte mal, hier gibt es da auch noch irgendwo so ein Dings, so ein Raum. Irgendwo gab es da so einen Raum, wo wir uns mit dem Enterhaken rüberziehen konnten. Hier war es aber nicht. Ja, ich glaube, in dem Raum, wo es halt zum Miniboss geht, ich glaube, da braucht man noch einen kleinen Schlüssel. Und den haben wir jetzt halt nicht. Aber Wasserstand ist jetzt auf Maximalität. Und damit können wir zum Boss. Also das ist möglich. Was sagt denn die Karte? Guck mal, da fehlen uns noch zwei Schatzkisten. Oh, Alter, hier fehlt uns ja noch jede Menge. Auch hier in der Mitte können wir noch eine abgreifen. Ja, und ansonsten sind wir durch. Ne, da sind noch zwei. Das ist einmal da, wo es zum Miniboss geht. Und hier ist halt noch richtig was los, alter Falter. Uiuiui. Ja, also hier kann man noch ein bisschen was abgreifen. Also insgesamt sieben Schatzkisten und den Boss. Da ist schon auch ein bisschen was zu holen. Ich würde sagen, wir hüpfen mal kurz hier. Ja, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Ich wollte eigentlich ins Wasser hüpfen. Aber vielleicht finde ich auch den Ort. Warte mal. Wo war das denn? Da. Perfekt. Einfach perfekt. Hi. Bam, einfach weg. Tschüss. Hier, oder? Hier geht's doch noch irgendwo hin. Oder irre ich mich jetzt? Was ist, wenn ich mich hier droppe? Guck mal. Kann es sein, dass hier irgendwas ist? Oder ist es einfach sinnlos gewesen, was ich gemacht habe? Ich glaube, es war sinnlos, ne? Ich kann hier einfach ein paar Runden um die Ecken fahren. Ja, ja, das war sinnlos. Weiß gar nicht, wofür das da ist. Hat das einen Sinn? Weiß das jemand von euch? Ob das einen tieferen Sinn hat? Ich kann einfach so nur aus dem Wasser rausschießen. Auch interessant. Na, ich glaube, einen tieferen Sinn hatte das jetzt nicht, oder? Ja, aber ich komme auch nicht mehr zurück. Hä? Ich bin jetzt... Hä? Was soll ich tun? Wie komme ich wieder zurück? Da muss ich... Ah, okay. Okay, ich muss noch eine Route drehen. Ey, das war jetzt irgendwie... Ich habe vorher... Vorher war ich noch nie drin, glaube ich, in dem Wasserbecken hier. Sehr interessant. Okay, wir drehen noch mal eine Runde und dann ziehen wir uns da oben ran. Ich glaube... Was war denn das? Sehr merkwürdig, was hier passiert. Okay, wir müssen hier drüben auf jeden Fall auf die Plattform drauf und dann ziehen wir uns da oben dran. Ich wandle auf unbekannten Pfaden. Genau, da oben muss ich ran. Ich glaube, wir sind aber von da oben runtergejumpt, ne? Bedeutet, sind wir jetzt woanders? Ja. Boah, so ganz knapp an der Ecke nur, ne? Wahnsinn. Ja, hier waren wir auf jeden Fall... Ne, doch. Hier habe ich ihn vorhin umgebracht. Okay, was war hier?
Hier in dem Raum war man nämlich auf jeden Fall auch noch nicht. Hm? Da können wir noch ein bisschen was abgreifen. Das ist possible. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir in den letzten Raum reinkommen. Aber ich glaube, hier brauchen wir halt, wie gesagt, auch einen kleinen Schlüssel irgendwo. So. Da geht's weiter. Da geht's auch weiter. Ich glaube, für den Bossraum brauchen wir dann einen extra Schlüssel. Ich jump erstmal runter. Ich hole mir erstmal die Schatzkiste da. Let's go. Wow. Beautiful. So, da komme ich nicht hoch. Impossible. So, wie machen wir denn das da auf? Guck mal, da ist so eine Schatzkiste. So ein. Zack. Hallo. Geh mir mal aus dem Weg. Ich will mich da nur ranziehen. Ja, gleich haben wir's. Sehr schön. Hast du toll gemacht. Tschüssi. Yeah. Okay. Kiste auf und... Oh, ein Herzcontainer. Das ist was Feines. Bald Full Life. Nicht schlecht. Okay, dann können wir uns hier wieder rausziehen. Ja, ist jetzt auch nichts Wichtiges. Aber... Das nehmen wir mit. Okay. Wie komme ich denn jetzt? Da hinten kann ich wieder hochlaufen. Da muss ich jetzt, glaube ich, auch hin. Und dann... Wie komme ich denn da drüben in den Nebenraum rein? Guck mal. Komme ich da über den Boss rein? Ist möglich, ne? Oder hier, zweite Etage irgendwie? Runtertroppen lassen? I don't know. I'm not sure. Okay, auf jeden Fall hüpfen wir jetzt erstmal dahin. Und dann stehen wir, glaube ich, vor einer Schlüsseltür. Ne, doch nicht. Oh, cool. Ja, wo ist denn jetzt die Schlüsseltür? Ich bin verwirrt. Ey, da drüben kommen wir zu dem Wasserteil, ne? 100 Rubine, shit. Okay, dann können wir jetzt den Boss machen. Das ist cool. Ich dachte echt, hier ist ein Schlüssel. Ich war mir irgendwie fast sicher. Wo ist denn der letzte Schlüssel? Haben wir schon den Schlüssel irgendwie ausgelassen? Achso, hier ist das. Ah, so kommen wir zum... Verstehe. Verstehe. Reinschieben ist nicht. Okay, alles klar. Ich geh erstmal wieder raus. Gut, dann gehen wir den anderen Weg. Ich glaube, da kommen wir nämlich dann unter Wasser. Und da können wir auch nochmal zwei Schatzkisten abgreifen. Weiß nicht, ob wir da zum Boss kommen oder ob wir dann doch den kleinen Schlüssel brauchen. We will see. Zack. Läuft auf jeden Fall ganz entspannt und gut. Und theoretisch können wir dann auch in der Wüstenburg weitermachen. Warum habe ich denn jetzt... Hä? Habe ich schon die ganze Zeit drei kleine Schlüssel für die Goronenmine? Ach nee, mir fehlt ja nur der Boss-Key. Stimmt. Habe ich vergessen. Mir fehlt ja nur der Boss-Key. Da fehlt noch einer. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier fehlt mir der kleine Schlüssel. Ja. Shit. Okay. Da fehlt der kleine Schlüssel. Das heißt, dadurch gehen mir jetzt drei Schatzkisten durch die Lappen. Ich kann jetzt da in der Mitte noch eine holen und den Boss kann ich machen. Gut, das ist hier Ende halt Ende. Sehr schön. Aber leider konnten wir es nicht komplettieren. Wir haben jetzt bis jetzt gar keinen Dungeon komplett gemacht. Doch, Snowpeak. Snowpeak haben wir komplett gemacht. Auch wenn uns da ein Schlüssel gefehlt hat. Den konnten wir komplett machen. Weiß nicht, ob man hier auch irgendwie sich irgendwie durchcheaten kann. I don't know. Da
dass man einen Schlüssel weniger verbraucht, ist bestimmt irgendwie möglich. In einem Randomizer ist vieles möglich. Aber wir, es muss ja auf offizielle Weise gehen, ne? Ich habe ja eingestellt, dass wir den Randomizer offiziell beenden können, also dass wir keine Cheats, Bugs, Glitches etc. nutzen müssen, um das zu bestehen. Dementsprechend müsste das irgendwie gehen. So, wir holen uns jetzt noch schnell eine Schatzkiste. Die müsste hier unten irgendwie sein. Da guckt, da ist er doch schon. Wir werden auch richtig fett angegriffen. Und dann können wir den Boss noch machen. Ja. Als Finale heute. Pfeile. Wäre geil gewesen, wenn jetzt hier der kleine Schlüssel drin gewesen wäre. Und dann hätte ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen können. Okay, Boss-Key, Boss-Key. Let's go! Oh, das ist doch geil, oder? Schon als Finale? Machen wir heute nochmal ein bisschen länger. Okay, es geht los. Boss-Fight. Bin auf die Musik gespannt. Ansonsten, der Boss ist eigentlich relativ easy, wenn ich mich recht entsinne. Man braucht nur den Enterhaken und sein Schwert und die Eisenstiefel. Bisschen hin und her ziehen, ein bisschen draufhauen. Krieg mal hin! So. Die Musik ist ja immer gleich, ne? Vom Boss. Ja. So, jetzt kommen hier irgendwelche Fische raus. Die mich eher nicht so jucken. Wo ist das Auge? Da. Auge. Zack. Nein! Und da geht's schon in die zweite Phase. Ich weiß nicht, die erste Phase, ich glaube, diese Fische sollen halt dich so ein bisschen verwirren, ne? Und soll nicht daran hindern, das Auge rauszuziehen, aber ich finde das irgendwie gar nicht so drastisch. Wenn ich ehrlich bin. Und das ist jetzt auch nicht schwer. Den musst du jetzt halt nur so ein bisschen abpassen, den Boss. Ansonsten geht er voll klar. So. Eisenstiefel aus. Und dann geht's los hier, zack. Einmal anvisieren und dann reingestochen. Das machen wir dreimal und fertig ist der Lachs. Na gut, Lachs ist es vielleicht nicht, aber... feinste Ambrosia. So, und da seht ihr schon, das geht ganz schnell hier. Dann fangen wir uns wieder, ziehen uns wieder ran und dann... Schicht im Schacht. Tschüssi, mein Freund. Ja, das ist echt simpler Boss. Very simple. Sehr schön, freue ich mich. Wassertempel abgeschlossen. Schöne Sache, schöne Sache. Die Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Wir können jetzt halt wieder in die Wüstenburg. Wir brauchen eigentlich den Goronen-Key, den letzten. Das ist so ein Ding, was wir aktuell wirklich brauchen. Damit es da in der Story auch weitergeht. Und dann triggert, glaube ich, auch hier Time-Tempel und sowas. Wenn wir Glück haben. Müssen wir mal gucken. Aber wir kriegen ja zwei Items, stimmt. Wir kriegen ja jetzt einmal den Schattenkristall. In Anführungsstrichen. Den gerandomizten Schattenkristall. Mal gucken. Kann auch sein, dass jetzt erst wieder... Ne, ein kalter Wind weht auf. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das euer Ernst? Das ist traurig. Versprochen ist versprochen. Theoretisch triggert jetzt was. Und wir müssten jetzt... Ja, jetzt wird Midna eigentlich so lahmgelegt, ne? Von Zando. Normalerweise. Heißt, theoretisch... Jetzt bräuchten wir das Master-Schwert.
Na? Oder wie war das? Ich glaube schon. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir das Masterschwert uns holen würden. Theoretisch. So, ist das hier ein originales Herzteil? Das war ein originales Herzteil. Wow. Halt nur ein Teil. Nee, kein originales Herzteil. Okay, dann ist der Tempel auch für uns erstmal abgeschlossen. Uns fehlen halt noch, wie gesagt, drei Schatzkisten. Und dafür fehlt uns halt der kleine Schlüssel. Traurig, traurig, aber wahr. Naja. Gut, ja, wir machen mal im nächsten Part weiter. Ich weiß es noch nicht genau. Was passiert jetzt? Bam. Hast mal Eis ins Gesicht. Okay. Ich weiß gar nicht, sind hier unten, wenn ich irgendwelche Felsen wegspringe, noch Schatzkisten drunter? Ich glaube nicht. Man könnte es mal ausprobieren. Aber ich denke eher nicht. Gut, dann sind wir jetzt hier erstmal fertig. Ich hätte jetzt gesagt, jetzt können wir vielleicht nochmal nach Schloss Hyrule gehen, können gucken, ob da irgendwas an Story getriggert ist. Ansonsten Wüstenburg, hätte ich gesagt. Das wäre mein Plan. Habt ihr andere Ideen? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das war's auf jeden Fall von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.